Mexiko, 1865. Skrupellose Desperados nutzen die Gunst der Stunde. Denn das Land leidet unter einem gnadenlosen Bürgerkrieg. Gegen den Willen des Volkes, des rechtmäßig gewählten Präsidenten Benito Juárez, versucht ein starkes französisches Expeditionskorps, den deutschen Erzherzog Maximilian als Kaiser von Mexiko an der Macht zu halten. An der Seite von Juárez kämpfen der schwarze Gérard und Häuptling Bärenauge mit seinen Mixtecas, sowie der berühmte Geierschnabel, dem es gelingt, einen dringend benötigten Waffentransport auf dem Rio Grande vor dem Zugriff des Bandenführers Pablo Cortejo zu bewahren. Dieser will gemeinsam mit seiner Tochter Josefa die Präsidentschaft in Mexiko an sich reißen. Heimlicher Treffpunkt der Präriejäger ist eine Schenke in Guadalupe, die von Pionero, einem Einwanderer aus Sachsen, bewirtschaftet wird. Er sympathisiert mit Juárez. Sein Hauptaugenmerk gilt jedoch möglichen Heiratskandidaten unter den Präriejägern für seine Tochter Residella. So nimmt er auch den kleinen André unter die Lupe, der sich ebenfalls der Befreiungsbewegung unter Juárez zur Verfügung stellen will. In der Garnisonsstadt Chihuahua kundschaftet die Spionin Emilia für Juárez Pläne der Franzosen aus. Da der schwarze Gérard als Kontaktmann zu ihr beinahe in französische Gefangenschaft geraten wäre, erhält der kleine André von Juárez den Auftrag, die wichtige Verbindung mit Emilia unerkannt wiederherzustellen. Der amerikanische Fallensteller und Revolvermann Porter rettete dem verwundeten und von seinen Leuten verlassenen Bandenführer Cortejo das Leben und verhilft ihm zur Flucht. Der Kampf um die Macht in Mexiko spitzt sich zu. Ah, sieht schon viel besser aus. Ich habe kaum noch Schmerzen. Ruhig, da kommt jemand. Halt! Wer seid ihr? Zwei Fragen auf einmal. Wer seid ihr? Der euch gleich zwei Löcher in eure hohlen Köpfe macht, wenn ihr nicht antwortet. Oh, Senores, das hört sich gut an. Friedliche Vaqueros auf dem Wege zur Hacienda de Lirinha. Ah, da haben wir ja den gleichen Weg. Ich träume doch nicht, Senor Cortejo. Wo sind eure Leute? Wo sind die Waffen? Was ist passiert? Frag jetzt nicht. Seid ihr allein? Neue Leute sind bei eurer Tochter auf dem Weg hierher. Wo ist sie jetzt? Etwa eine Meile von hier. Wir wollten wissen, was auf der Hacienda los ist. Ob Franzosen da sind. Bleibt hier. Ich erledige das. In der Richtung. Ja. Ihr könnt sie nicht verfehlen. Ich wollte dich nicht im Dunkeln treffen. Nicht so. Er ist dir verletzt? Du brauchst einen Arzt? Na, wenn schon. Darf ich euch jetzt nirgends blicken lassen. Erwischen sie dich, hängen sie dich auf. Haben sie gedroht. Das hat noch Zeit. Ich brauche Geld. Wenn ich die Leute nicht mehr bezahlen kann, bin ich sie los. Alle. Ich habe Geld bei mir. Genug, um die Leute zusammenzuhalten. Ist das deine ganze Begleitung? Ja. Wo hast du denn deine Leute? Was ist das für eine Verletzung? Sag schon, was los ist. Ich habe mich wie ein Idiot übertölpeln lassen. Jetzt sofort muss was geschehen, sonst sehen wir von der ganzen Ladung kein Gewehr, kein Dollar, nichts. Und den da, wer weiß, ob ich hier wieder damit richtig sehen kann. Den möchte ich schleunigst hängen sehen. Ohne ihn, wenn er nicht gewesen wäre, hätten wir uns nie wieder gesehen, Tochter. Wer ist er?
Er ist gerade deinem alten Liebhaber einen Besuch abstatten. Ihr kommt aus Oaxaca? Ja, dort ist der Aufstand. General Diaz, danke, Senor, danke. Heizt den Franzosen tüchtig ein. Danke, Senor. Wenn Juarez jetzt im Norden losschlagen könnte, ist nur so ein Gedanke von mir. Wer weiß, wo der jetzt steckt. Aus Paso del Norte haben ihn die Franzosen vertrieben, habe ich gehört. Habt ihr keine Einquartierung mehr? Hatte. Ja. Zuweilen kommt eine Patrouille vorbei, rastet. Bleibt doch mal über Nacht und ist schon wieder weg. Tja, dann werde ich jetzt mal mein Pferd versorgen, wenn ihr erlaubt, Senor. Es war ein harter Ritt. Muss auch gleich wieder weiter. War nicht leicht, durch die besetzten Gebiete zu kommen. Wenn ihr eine dringende Nachricht habt, will nicht wissen, von wem an wen. Nehmt euch ein Pferd von mir, lasst eure stehen. Vielen Dank, Senor. Es war so ruhig, als ich vorhin kam. Wo sind denn eure Leute? Draußen, bei den Herden. Es wird viel gestohlen. Ah, verstehe. Entschuldigt mich einen Moment, ich bin gleich zurück. Gefällt mir nicht. Was gefällt dir nicht? Ich traue ihm nicht. Er ist fremd in unserem Land. Er kommt doch wieder. Majestät. Majestät, Mexiko befindet sich im Chaos. Aber ganz im Gegenteil, Marschall. Der Sieg ist nah. Eine Depesche von Oberst Lamarell teilt mit, dass dieser Juarez mit einer kleinen Schar Paso del Norte verlassen hat und auf das Gebiet der Vereinigten Staaten geflohen ist. Der Kaiser hat in einem Manifest an die mexikanische Nation den verfassungsmäßigen Standpunkt dazu dargelegt. Bitte lesen Sie. Mexikaner, die Sache, die Don Benito Juarez bisher mit ebenso viel Mut wie Ausdauer verteidigt hat, ist nunmehr als eine definitiv verlorene zu betrachten. Seine in eine bloße Fraktion ausgeartete politische Partei hat durch die Flucht ihres Oberhauptes vom heimischen Boden jede Berechtigung ihrer Existenz verloren. In Zukunft handelt es sich um einen Kampf gegen eine Bande von Räubern und Verbrechern. Alle Schonung muss aufhören. Sie werden also die Ausnahmegesetze unterschreiben, Majestät. Ja. Ja, ich bin gewillt. Wie könnte er nicht? Bei dem überzeugenden Eifer, mit dem Sie diese Angelegenheit vorangetrieben haben, Marschall. Seien Sie gewiss, Majestät, dass mein ganzes Sinn und Streben auf das Wohl Mexikos und seines Kaisers gerichtet ist. Majestät? Ja? General Maria. Oh ja, ich lasse bitten. Ich danke Ihnen, Marschall. Bis morgen. Majestät. Willkommen, General. Sie kommen mir sehr gelegen. Bitte, lesen Sie. Artikel 1. Alle Personen, welche bewaffneten Banden angehören oder gesetzlich unerlaubte Verbindungen bilden, sind ohne Rücksicht auf die Zahl, auf die Organisation und ihren politischen Zweck durch Kriegsgerichte militärisch abzuurteilen. Falls sie für schuldig befunden werden, sollen sie zum Tode verurteilt werden. Die Hinrichtung ist binnen 24 Stunden zu vollstrecken. Majestät, wer hat dieses Machwerk verfasst? Majestät, darf ich meine Meinung dazu äußern? Ich ersuche Sie darum, General. Ich schätze Sie als einen aufrichtigen Freund. Hätten Ihre ärgsten Feinde es dazu gebracht, sie mit Sicherheit zu verderben, so müssten sie diesen Entwurf, er kann ja vermutlich nur aus der Feder des Marschalls stammen, in Umlauf bringen. Ich habe lange genug Zurückhaltung geübt. Sie selbst haben mir einmal geraten, dass man dieses Volk mit einem Lasso niederreißen muss. Es ist an der Zeit, meinen Untertanen einmal unmissverständlich klarzumachen, dass ich der Kaiser bin.
Von heute an stehen alle Republikaner außerhalb des Gesetzes. Ach, der gewählte Präsident Mexikos. Jeder Republikaner sind also jetzt, weil es dem Kaiser der Franzosen so gefällt, Banditen, die man über den Haufen schießen darf, weil sie sich gegen die erheben, die, ohne ein Recht dazu zu haben, in ihr Land eingedrungen sind. Dieser Franzosenkaiser hat Angst vor seinem Volk, muss es ablenken. Ihm ein Spektakel bieten in Mexiko, ein verbrecherisches Schauspiel. Majestät, wenn dieses seine Wirkung verfehlt, das Interesse plötzlich nachlässt, dann nicht auszudenken. Majestät, ich bitte Sie, bereiten Sie der Welt nicht das tragische Schauspiel, dass ein deutscher Kaisersohn in Mexiko standrechtlich erschossen wird. Das sind Hirngespinste, Maria. Die Franzosen sind unsere Verbündeten. Und ich dulde es nicht, dass Maulwürfe... Aber... Jawohl, Maulwürfe! ...dieses Land unterwühlen und es nicht zur Ruhe kommen lassen. Ich statuiere ein Exempel. Ich unterschreibe. Ihr habt diese Hacienda de la Riña gekauft, Señor Aberes? Ja. Das Dekret von Präsident... Dann habt doch auch die Güte, mir das Dokument zu zeigen, Señor. Ich habe ein Recht darauf. Ihr? Ein Recht? Ich habe euch doch schon einmal zusammen mit dieser... Senora fortgejagt. Weil ich Gottlob noch bei Zeiten erkannte, was für ein übles Spiel ihr vorhattet. Senora. Wenn Sie mir in einer Stunde diese Papiere nicht freiwillig vorgelegt haben, dann lasse ich den ersten von euren Leuten über den Haufen schießen. Rechnet aus, wann ihr dran seid. Hört gut zu! Hört gut zu, was für eine feine Art der Senor Cordejo hat! Ein Mexikaner, der mit den Franzosen paktierte und als man ihn als Spitzel nicht mehr brauchte, entschloss er sich, Präsident zu werden. Das wird Mexiko nie erleben. Du bist wahnsinnig geworden. Kümmere dich um ihn, er ist nicht tot. Sperren ihn in den Keller und die Alte dazu. So, das liegen. Und das. Oh ja, Sie haben Glück. Sie haben Glück. Das ist dein... Attention! Meine Herren, Sie halten sich bitte zu meiner Verfügung. Ihr kommen. Colonel, bitte nehmen Sie Platz. Danke. Ist mir nicht avisiert worden. Kam auch für mich überraschend. Mir ist natürlich klar, dass Sie sich hier auf einem der gefährlichsten Posten in diesem Land befinden. Deswegen habe ich mich persönlich für dieses Unternehmen engagiert. La Marelle ist sehr bekannt für seine wirksamen Sondereinsätze. Gebe meine Erfahrung gern weiter. Ich weiß, Ihr Angebot einzuschätzen. Eine Kompanie zu verlieren gegen Indianer. Das hat mich sehr getroffen. Nun, ich hoffe, Sie können uns mit Ihren Erfahrungen behilflich sein. Französische Soldaten von Rothäuten überrumpelt. Dumm in die Falle gegangen. Das ist eine fatale Angelegenheit. Und im höchsten Grad blamabel. Lassen Sie. Als positiv zu bemerken ist allerdings, dass Ihnen der schwarze Gérard in die Hände fiel. Das ist ja ein Haupttreffer. Haben Sie ja ein beachtliches Kopfgeld verdient. Gratuliere. Was haben Sie denn? Habe ich was Falsches gesagt? Ich weiß nicht, woher Sie Ihre Informationen haben. Aber dieser Gérard ist uns wieder entkommen. Ja, entwischt. Ich möchte nicht in Ihre Haut stecken. Ganz ehrlich, wenn ich Ihr Vorgesetzter wäre, ich würde Sie vor ein Militärgericht stellen lassen. Bitte, Herr Kamerad! Sie haben vermutlich noch einen ungenügenden Überblick über unsere Herr Situation. Kommandant, Sie lassen einen Erzfeind, einen so gefährlichen Mann entwischen. Das ist unentschuldbar. Ich hätte mir in Ihrer Situation eine Kugel durch den Kopf geschossen. Jeder Grund meines Kommens, lesen Sie. Übrigens, das Generalkommando erwartet eine sofortige Anwendung dieses kaiserlichen Dekrets.
Meine Vollmacht erlaubt mir, die Durchführung dieser Befehle zu überwachen. Es wäre empfehlenswert, an einer Reihe der bekanntesten Republikaner sofort ein Exempel zu statuieren. Sie meinen, einfach verhaften? Verhaften und füsilieren. Aber da muss doch ein Gericht, ein Urteilsspruch. Lassen Sie den Leuten vor die Beichte abnehmen. Absolution erteilen und sie dann ins Jenseits befördern. Eine wirkungsvolle Methode, glauben Sie mir. Ich habe Erfahrung. Auf Ihr Wohl. Sie haben es nötig. Stellt rechtzeitig Wachen auf, verstanden? Und keinen Alkohol, klar? Ich kontrolliere und gnade dem. Geht schon. Komm auf. Na, hier ist. Na, hier schon. Einen zuverlässigen Posten vor die Tür. Ja. Eck. Hast du was gefunden? Nein, gar nichts. Nicht einen Peso. Arbeles hat überall hier in der ganzen Gegend Gelder für Juarez gesammelt. Der macht immer noch nicht das Maul auf. Wenn die kein Geld von uns sehen, na dann gnade uns Gott. Stopf ihn in den Mund. Fürs Erste reicht's. Ich werde es versuchen. Ich muss dann los. Nimm dir Arbeles noch mal vor. Ich möchte nicht gestört werden. Ja, ja. Kann ich helfen, Signora? Verschwindet! Ich lasse euch auspeitschen, dass euch die Haut in Fetzen vom Leibe hängt. Die ganze Sache ist doch faul hier. Na, mache ich nicht mit. Schlagen, auspeitschen. Das scheint eine Spezialität von euch zu sein. Habt den Hacendero ganz schön zugerichtet. Warum? Hattet ihr Gründe? Sag mal, bin ich euch Rechenschaft schuldig? Nein. Aber $1,000. Ihr seid ja wahnsinnig. Ohne mich gibt's Senor Cortejo nicht mehr. $1,000 hat er mir versprochen. Gebt mir das Geld und ich verschwinde. Wo soll ich sie hernehmen, eure $1,000? Von da. Haben Signora Wünsche? Los, werfen Sie diesen Mann raus. Den Freund Ihres Vaters? Sieh an. Das ist wohl abgekartet. So. Na, das reicht. Ach, Moment mal. Ich wusste ja damals nicht, dass ich das Leben des künftigen Präsidenten Mexikos rettete. Erhöht natürlich den Preis. Senor Cortejo wird ja nicht herumerzählen, dass sein Leben nur $1,000 wert ist. Ah, ich vergesse. Schmerzensgeld. So. Damit ist die Sache für mich erledigt. Unbelehrbar. Hey, nicht einschlagen. Na los, an eure Arbeit. Du auch. Na los. Los, der ganze Mist. Los, die Kisten müssen noch raus. Nun macht schon! Na los, weiter. Los. Und Häuptling Bärenauge, seine Mixtecas bereit? Sind bereit. Links.
Einen ganz persönlichen Dank, Mylord. Sie haben viel gewagt. General Escobedo und unsere Armee werden für die Gewehre und die Munition gute Verwendung haben. Nun, die englische Regierung ist weitblickend genug, um die Entwicklung in Mexiko real einschätzen zu können. Die Franzosen leider nicht. Senor Presidente! Ja! Die Übernahme der Ladung ist abgeschlossen. Häuptling Bärenauge wird mit seinen Mixtecas den Transport sichern. Ja, ist gut. Nun heißt das Abschied nehmen. Ich wünsche gute Heimreise. Verlasst euch auf mich. Ich gehe erst von Bord, wenn Lord Lindsay sich in ruhigem Fahrwasser befindet. Kapitän, bereitet alles zum Ablegen vor. Hey, wir legen ab. Fertig, Mann, zum Ablegen. Dieser Mann siegt. Gut, Mann. Und er wird siegen. Was wird dann aus dem Kaiser Maximilian? In Mexiko hält man ihn für einen Eindringling und wird ihn auch so behandeln, könnte ich mir denken. Wenn er den Republikanern in die Hände fällt, wird er wohl oder übel für Frankreich bluten. Werd mich mal umziehen. Den Schirm, Mylord, habe ich leider verloren. Kümmert euch um die Tiere. Abreiben und füttern. Und gebt ihnen reichlich zu saufen. Uns doch nicht von so einem verrückten Weibsbild schikanieren. Ah, und mit ihm ist auch nichts mehr zu holen. Ja, ja. Denkt nur noch an seine verfluchten Waffen. Wenn wir mit dem zusammen erwischt werden, hängen wir auch. Ach, soll sich die Senora Josefa auf der Hacienda ruhig mausig machen. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Glaube auch nicht, dass sie einen Anspruch hat auf den Besitz von dem, Abeles. Abeles. Hab vor Jahren mal bei ihnen gearbeitet, hat mich aber nicht wiedererkannt. Entschuldigung. Ihr kommt von der Hacienda de la Rinja? Sind da nur mal so vorbeigekommen. Haben sozusagen Ordnung geschaffen. Aufgeräumt. Und ausgeräumt. Wo ist denn der Besitzer der Hacienda abgeblieben? Was ist denn das hier? Im Keller.
erlebt. Bring schnell einen Brandy. Verdammt harter Schlag, wie es aussieht. Sind Sie weg? Wer? Wer ist weg? Die Bestien. Alle weg. Senor Abeles, wo ist er? Warum hat sie das getan? Du hast sie doch wie eine Tochter. Wie dein Kind. Wer war's? Cortejo, hm? Und seine Tochter. Cortejo und seine Tochter. Überlass die mir. Dieser Cortejo hat alle meine Leute weggejagt. Geht doch gut, wer sich wieder blicken lässt, wird aufgehängt. Ich schicke euch Hilfe. Weshalb ich hier bin. Ich brauche frische Pferde für Juarez. Alles, was ich noch habe, steht Ihnen zur Verfügung. Ich danke euch, Senor. Kümmert euch um Senor Abeles. Und bringt die Frau anständig unter die Erde. Wir bekommen Besuch. Ist harmlos. Vielleicht hat die Fot. Das haben wir gleich. Senor Abeles? Was wollt ihr von ihm? Wir sollten ihm Grüße bringen. Ihr kennt ihn nicht. Von einem Senor Pinheiro. Ach, Senor Pinheiro. Das ist doch der mit der reizenden Tochter, nicht wahr? Sucht er noch immer den richtigen Schwiegersohn? Glaub schon. Ah ja. Zur Sache. Ich verlasse mich auf euch. Bleibt hier. So lange, bis Senor Abeles wieder einigermaßen auf den Beinen ist und seine Leute zurückgekommen sind. Hm? Ja. Und sagt eurem Senor Pinheiro, er soll einen Anzug besorgen. Was Elegantes. Erste Qualität. So meine Größe. Für eine Familienfeier. Habt ihr verstanden? Für eine Familienfeier. Hm? Hm? Adios. Familienfeier. Zu sehen. Und so dicht am Ufer. Der Laufsteg ist draußen. Wen erwarten Sie denn? Uns bestimmt nicht. Scheint sich ja verdammt sicher zu fühlen.
auch nichts mehr da. Verdammt! Wo ist die Besatzung? Die Engländer. Er ist mit den anderen weg. Mit dem kleinen Boot weiter. Und morgen kommen neue Leute hierher. Jetzt sitzen wir wirklich in der Falle. Hey! Wir haben unsere Pferde. Hey, Leute! Es passiert niemandem was! Cortero, steh auf und komm an Land! Sonst machen sie uns alle fertig! Dann sollen sie mal kommen, die roten Hunde. Die werden sich wundern. Los, Anker hoch und ab! Wir müssen ihn loswerden. Tut mir leid, du musst hier weg. Na los, kommt hier! Achtung! Cortejo kommt! Ist doch erlaubt. Verdammt scharf, das Zeug. Oh, die Mexikaner lieben es so. Bin aber keiner. Mhm. Yankee? Ah, Kanadamann. Alemann. Germanico. Ah, ein Deutscher. Also seid auch ihr ein Anhänger unseres guten Kaisers Maximilian? Unter euch redet ihr doch ganz anders, Senior. Oh, das dürft ihr nicht glauben, Senior. Wir alle haben hier eine gute kaiserliche Gesinnung, Senior. Also gut, Französisch. Wisst ihr, wie ihr das beweisen könnt? Hm. Ihr fabriziert dieses Gesöff fässerweise und gebt es euren französischen Freunden zu trinken. Auf das Wohl von Mexiko. Senior Montarius? Ja. Ja, das bin ich. Einquartierung. Mhm. Bereitet alles vor. Auf wie lange und wie viel? Ist doch unwichtig. Bordeaux. Ja, Wein gehört aber nicht zur Verpflegung, Senior. Soll das etwa heißen, ich soll dafür bezahlen? Ja, das meine ich, Senior. Eine kleine Anzahlung. Bin gleich zurück. Der kriegt jetzt was serviert, dass es ihm die Augen schließt. Vermeidet ihr das Aufsehen. Und ihr verschwindet lieber. Es braucht sich was zusammen. Er bringt euch hin. Name? Antonius Montarius. Der nächste. Name? Fernão Domingues. Name?
Ich muss los. Nein, ihr könnt jetzt nicht gehen. Die Straßen sind voller Soldaten. Überall verhaften sie unsere Leute. Ich bleibe nebenan. Ist die Signora da? Haben wir Besuch? Unser Freund, Signora. Signora. Oh mein Gott, was ist los? Alle sollen erschossen werden. Die Offiziere sind alle beim Kommandanten. Höchste Alarmbereitschaft. Die Straßen sind alle abgesperrt. Wer will sie erschießen? Wieso? Als Feinde der Monarchie, sagen sie. Verräter und Aufwiegler. Ich muss wieder runter, weil ich mich als Einziger in diesem Gebäude auskenne mit all den Schlüsseln. Wir müssen irgendwie herauskriegen, was hinter dieser ganzen Aktion steckt. Der Major hat mich für morgen zu einem Ausritt eingeladen. Ich werde fragen, ob das stattfindet. Ihr wartet hier. Passt gut auf euch auf, Signora. Tekas, wo ist euer Häuptling? Wo ist euer Häuptling? Nein, nein, das ist kein guter Weg. Der Weg ist aber kürzer. Da ist viel zu unwegsames Gelände. Der kleine Mann. André, was ist denn passiert? Eva Gulle, die Flasche. Trinkt. Euer Pferd ist ja auch völlig fertig. Morgen früh sollen Chihuahua 40 Männer erschossen werden. Alles eure Leute, Senor Juarez. Senor Amiga, bitte dringend um Ihre Hilfe. Kennt mein Bruder Chihuahua? Mein Auge kennt das ganze Land. Wie viele von euren Männern könnten wir bei dem Transport der Waffen entbehren? Ich kann euch mit 4x10 meiner Krieger begleiten. Gebt mir ein frisches Pferd, ich übernehme das. Ihr habt Pferd einen harten Ritt hinter euch, ruht euch erstmal aus. Auf gar keinen Fall, ich übernehme das. Außerdem habe ich was ganz Persönliches bei Senora Emilia abzuholen. Was ist? Kommt er her? Er wird rechtzeitig da sein. Bitte. Und jetzt die Belohnung. Pardon, ich bin von dem langen Ritt. Ich bin völlig... Es ist dringend. Ich komme. Sekunde, ja? Casino. Das war mal die Registratur. Schlüssel von Ihnen einstecken. Alles wie verabredet. Ich möchte nicht in Ihre Haut stecken. Ich hol euch rein. Bleibt dicht neben der Tür stehen. Vorsicht.
Na bitte. Das hast du nicht erwartet. Ah, das ist aber eine Überraschung. Entschuldigen Sie. Madame. Ich wollte nicht stören. Ich traf zufällig einen Mann, der steht da draußen und wartet. Madame. Er sagt, er müsse ganz dringend mit dem Colonel sprechen. Mehr weiß ich auch nicht. Um diese Zeit? Ein Zivilist? Nein. Mexikaner? Ein Deutscher. Ich habe ihn gefragt, aber er sagt, das könnte ihn nur persönlich... Lassen Sie ihn uns ansehen, diesen deutschen Senior. Herein mit ihm. Augenblick. Kommen Sie. Guten Abend, meine Herren. Na, was führt Sie denn zu uns, Senior? Ich danke Ihnen, Madame, dass Sie sich für mich verwendet haben. Ich bin an den Kommandanten von Chihuahua adressiert. Bitte. Der Grund für Ihren Besuch zu so außergewöhnlicher Zeit. Ich bin bevollmächtigt, mit Ihnen zu verhandeln. Die ungewöhnliche Zeit meines Erscheins ist bedingt durch die Dringlichkeit meines Auftrages. Und der lautet? Präsident Juarez fordert die bedingungslose Freilassung der von Ihnen inhaftierten mexikanischen Bürger. Bitte. Bitte, wer fordert das? Ich habe den Auftrag, mit dem Kommandanten zu verhandeln. Dieser Herr Juarez ist kein Verhandlungspartner für einen französischen Offizier. Da ist der Präsident völlig anderer Meinung. Frankreich, vertreten durch Kaiser Maximilian, hat die Macht in diesem Land. Dieser Indianer Juarez ist für uns vogelfrei, ein Landesverräter. Wäre jetzt hier an Ihrer Stelle, würden wir ihn wie einen Banditen erschießen lassen. Dann sei Ihnen der Himmel gnädig. Würden Sie das bitte wiederholen? Nein! Oh Gott, Madame, beruhigen Sie sich. Captain! Aufmachen! Aufmachen, verdammt nochmal, aufmachen! Madame, kommen Sie. Bitte kommen Sie. Wache! Entschuldigen Sie, wer... Ja, was soll denn das? Wer hat Sie denn eingeschlossen? Wo stecken Sie denn? Ich war am Tor. Ja, und ist jemand bei Ihnen vorbeigekommen? Ja, hat mich fast umgerannt. Ja, wohin ist er gegangen? Geritten, Senior, geritten. Was, hat ein Pferd in der Nähe? Nein, er pfiff und dann kam ein Reiter mit einem zweiten Pferd und dann sind Sie... Wohin? In welche Richtung? In Richtung Conte. Verfolgung aufnehmen. Alarm! Das Exekutionskommando für morgen übernehme ich. Alarm! Komm her. Ihr kommt von hinten, klar. Wohin? Lass mich in Ruhe. Halt! Da. Halt stehen! Stehen bleiben! Halt! Da. Für Cortejo bist du erledigt. Wenn der erfährt, dass wir seiner Tochter, dieser Klapperschlange, in die Kriegskasse gegriffen haben. Wenn er nicht hält, was er verspricht, dann muss man sich's ihm nehmen. Was hat er uns nicht alles vorgegaukelt? Bessere Verpflegung, fette Beute, und wenn er jetzt Präsident ist. Der Präsident, der ist doch fertig. Los ab. Verdammt nochmal, ich bin noch nicht besoffen. Mistikas. Der Wagen ist alles, was Cortejo wollte. Wenn man da rankäme.
Kommt hinterher. Guten Morgen, meine Herren. Bitte um Pardon, wenn ich mich etwas verspätet habe. Nicht meine Art. Werde mich noch heute revanchieren wissen. So, nun wollen wir mal eine Sache mit Anstand hinter uns bringen. Ich möchte, dass die Vollzugsmeldung noch heute ins Hauptquartier geht. Haben wir noch Zeit für einen Mokka, Kommandant? Warum nicht? Ordonnanz. Also, Mokka für? Herr Kommandant. Also nur für den Kommandanten und für mich. Kapitän, veranlassen Sie alles. Können zwar kaum erwarten, meine Herren, was? Geduld. Sie kommen schon noch auf Ihre Kosten. Tja, wir warten auf Ihren Befehl, Kommandant. Colonel, Sie wollten ja. Ihre Befehle erhalten Sie ab sofort von mir. Sagen Sie, kann es sein, dass ich Ihr Gesicht von einem Steckbrief kenne? Für einen gallischen Hahn mit zerrupftem Gefieder krähen Sie entschieden zu laut. Einen Laut. Wer auch nur einen Ton von sich gibt. Haben wir uns verstanden? Wer ist der Kommandant? Ich bin der Kommandant. Ich habe nicht die Absicht, mit Ihnen zu verhandeln. Beantworten Sie mir zunächst ein paar Fragen, die zur Klärung der Situation beitragen sollen. Übersehen Sie dabei nicht die Tatsache, dass Sie sich in meiner Gewalt befinden. Sie waren, wenn ich recht informiert bin, der Überbringer des Dekrets vom 3. Oktober. Darin erklärt man alle Republikaner für vogelfrei. Und Ihnen wird darin der Befehl erteilt, uns als Banditen zu behandeln, zu erschießen, zu töten, nicht wahr? So ist es. Da sollen Menschen getötet werden, die sich nicht das Geringste haben zu Schulden kommen lassen. Außer, dass sie ihr Land lieben. Sie erwarten von denen, dass sie die Räuber ihres Eigentums, die Mörder ihres Volkes schalten und walten lassen. Diese überheblichen, größenwahnsinnigen Söhne der Zivilisation. Ich darf sie nicht als Verhandlungspartner akzeptieren. Das müssen sie auch nicht. Sie haben nur noch meine Befehle entgegenzunehmen, verstanden? Nehmen Sie Haltung an, wenn ich mit Ihnen spreche. Als französischer Offizier entblöden Sie sich nicht vor diesen Indianer. Reden Sie weiter. Sie sollen weiterreden. Meine Offiziersehre. Sie haben keine und hatten nie eine. Sprechen Sie um. Gedulden Sie. Nein, hier. Na los. Was ist da los? Sie lief uns durch Zufall in die Hände. Wer ist das? Bekannt als Emilia. Ah, Signora Emilia. Sie haben mir mehr geschadet als eine französische Brigade. Haltet sie in strenger Haft, ihre Wohnung durchsuchen. Findet sich bei ihr belastendes Material, lasse ich sie hängen wie eine gewöhnliche Spionin. Raus hier! Verzeihen Sie, Senorita, aber es müsste doch echt aussehen. Ja. Weitermachen. Ja. Sie tun mir weh. Ja. Lassen Sie mich los. Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Lassen Sie mich los. Los. Ich gewähre Ihnen und Ihren entwaffneten Truppen den Rückzug. Den freien Rückzug zu Ihrem Hauptquartier. Nehmen Sie mein Angebot nicht an, setze ich Ihre Leute überall dort ein, wo Sie Schäden wiedergutmachen werden, die französische Truppen unter Ihrem Kommando angerichtet haben. Die Offiziere stelle ich vor mein Gericht. Über die zu fällenden Urteile gibt es wohl nicht den geringsten Zweifel.
Ich gebe Ihnen 10 Minuten zur Beratung. Dann will ich von Ihnen nur ein Ja oder Nein hören. Natürlich ist das ein Risiko. Aber es wäre auch eine Riesenchance. Man müsste die irgendwie bluffen. Ja, mir ist da schon was eingefallen. Das wäre ein wahrer Goldregen für uns. Goldregen? Bluffen? Und wenn sie sich bluffen lassen? Und wenn sie den Braten riechen? Dann binden sie uns auch die Pfoten zusammen und liefern uns gemeinsam mit Cotero bei Juarez ab. Verdammtes Risiko. Adios, mein Freund. Dann mache ich die Sache alleine. Dann brauche ich wenigstens nicht zu teilen. Nee. Ich komme doch mit. Du sagst kein Wort. Ich denke doch nicht daran. Aber der Cotero, der wird mich wiedererkennen. Na und? Der wird schön das Maul halten, wenn zwei brave Leute wie wir kommen, die ihm vom sicheren Strang bewahren. Na ja. Na komm, Alter, komm. Nur aber los. Boten von Senor Juarez. Was wollte er? Ja. Senor Juarez, der Freund eures Stammes, schickt uns. Ehemalige Cortejo-Leute haben ihm gemeldet, dass ein Erzfeind und der Feind aller guten Mexikaner in eurer Hand ist. Wir sollen ihn unbedingt zu ihm bringen. Wo habt ihr ihn getroffen? Überhaupt nicht. Wir haben eine Nachricht bekommen. Wir sollen Senor Cortejo in die Hacienda de la bringen. Cortejo, ich habe den Auftrag, euch zu Präsident Juarez zu bringen. Senor Cortejo. Zu Juarez? Ja. Was soll ich da? Mit welchem Recht? Mit welchem Recht? Da fragt ihr noch. Wie ist euer Name? Der Präsident nennt mich Josefo. Hey! Muss ich hier raufkriechen, bloß weil die zu dämlich sind für sowas. Können eben gerade auch mit Rindviechern umgehen. Ja, für sowas. Da braucht man den richtigen Schwiechersohn, so. Das wär's. So, na. Na, wo ist er? Ey! Presidella! Was ist denn los? Na, was ist denn los? Na, komm doch mal! Du mir ist die Leiter hier weggerutscht. Wo bist du denn? Na, hier auf dem Dach. Ne, stell mal die Leiter wieder ran, sonst komm ich doch nicht runter. Beweg dich nicht. Ja, beweg dich nicht. Sie ist so schwer. Ich schaffe das nicht. Na, ist denn keiner von unseren Vaqueros da? Die hast du doch selber zur Ablösung auf die Weiden geschickt. Na, ich kann doch nicht hier kleben bleiben. Wenn mich jemand sieht, die lachen mich doch aus. Du, guck mal da. Da kommt ein Reiter. Das ist Miguel. Wieso kommt er denn allein? Na, habt ihr nach mir Ausschau gehalten, Senor Pinero? Mensch, red nicht, steig ab. Komm und rück mal die Leiter ran. Komm, kriegst was zu saufen. Was machen Sie denn da oben? Also, du Quatsch, nicht. Komm, mach die Leiter ran, damit ich hier runter kann. Was ist denn eigentlich passiert? Wo sind denn die anderen? Komm, fass mal zu hier. Passt, ja. Gut. Ich nehme erstmal ein großes Bier und einen doppelten Julep. Dann können wir reden. Ja, dann komm jetzt, komm. Wie ist denn mein Freund Abelles? Naja, was ist denn nun passiert? Tja, wo anfangen? Jedenfalls hat man dem Senor Abelles übel mitgespielt. Wer? Diese Signora Josefa muss ja ein ganz besonderes Exemplar sein. Josefa, Moment mal. Josefa doch nicht etwa die Tochter von dem Dings hier? Genau die. Du lieber Gott. Jetzt brauche ich auch einen.
Ich habe zwei von unseren Leuten erst mal dort gelassen. Cortillo hat doch alle Arabelles Leute weggejagt. Ja, wo ist denn Cortillo jetzt? Ach, da soll ich Ihnen noch was ausrichten von einem... Seinen Namen hat er mir nicht gesagt, aber... Na, wie sieht er denn aus? Ein großer Kerl. Könnte ein Präriejäger gewesen sein, mit dunklem Bart und... Moment mal, mit dunklem Bart? Das könnte doch... Der kennt euch. Der schwarze Gerard gewesen sein. Was hat er denn gesagt? Ja, sie sollen ihm einen feinen Anzug besorgen. Ja, das hat er gesagt. Einen feinen Anzug. Wäre für eine Familienfeier. Und dabei hat er so geguckt, so... Also so dämlich hat er bestimmt nicht geguckt. Oh, also das ist ein Mannsbild, ist das als ein... Mädel, kommst du mal? Also der Fürsche, der weder Dings noch Deibel. Also das ist ein Mordskerl, also sowas findet man ja nicht mal in Birna und Umgebung. Von wem redest du denn? Na, von meinem Schwiegersohn. Von deinem Bräutigam, mein Mädchen. Och, ich freue mich ja so. Ach, ja... Nehmt die alten Pferde und reitet damit zurück zur Hacienda. Soll sich mal richtig rausfressen. Und sorgt dafür Ordnung. Wenn ich fertig bin in Chihuahua, dann hole ich euch. Dann seid ihr meine Gäste. Doch darüber reden wir noch mal später. Hey, sollte einer von Cortejos Leuten dort auftauchen? Gibt's Kopfgeld? Oder hängen wir ihn gleich auf? Sie werden sich hüten, dort nochmal aufzutauchen. Um Cortejo und seine Leute kümmere ich mich noch. Cortejo? Cortejo war vor kurzem hier. Unmöglich, der war's bestimmt nicht. Es war Cortejo. Wir haben ihn gefangen. Zwei haben ihn abgeholt. Befehl von Präsident Juarez. Woher konnte Juarez wissen, dass er hier ist? Habt ihr ihn benachrichtigt? Nein. Ein paar von Cortejos Leuten sind bei ihm. Da ist eine Schweinerei im Gang. Verdammt. In welche Richtung? Kapitän, der Priester nimmt Ihnen gerade die Beichte ab. Ach so, ja. Das ist wirklich human, Kapitän. Kapitän, einige Leute wollen noch... Keine Aufregung. Präsident Juarez hat die Stadt besetzt. Los! Ja, kommt! Ihr kriegt alle Waffen. Besetzt die Posten und stellt Wachen auf. Die 10 Minuten sind um. Ihre Entscheidung? Ja oder nein? Ihre Bedingungen sind in der von Ihnen unterbreiteten Form... nicht annehmbar. Sie wollen sich also nicht ergeben. Dann tragen Sie die Folgen Ihrer Entscheidung. Sparen Sie sich Ihre Drohungen. Sie scheinen vergessen zu haben, dass Sie mit französischen Offizieren verhandeln. Für mich sind Sie ein uniformierter Bandit. Der Massenmörder von hunderten meiner Landsleute. Sowas wie Sie hängt man einfach auf. Larry Atakaya. Und zwar jetzt hier. Sofort. Das sagen Sie nicht. Ein französischer Oberst. Was seid ihr verrückt geworden? Ich verlange ein ordentliches Gericht. Ein Bandit braucht kein ordentliches Gericht. Ah! Halten Sie ein! Halt! Also... Übergeben Sie mir Chihuahua. Ja. Ohne den Versuch zu unternehmen, Ihre Untergebenen zum Widerstand zu bewegen. Ja. Dann verlassen Sie die Provinz und ziehen auf direktem Wege durch die Presidios Durango und Guanajuato zurück nach Mexiko. Den Offizier vom Dienst und den Wachhabenden zu mir. Der Wachhabende und der Offizier vom Dienst zum Kommandanten. Monsieur Colonel, ein Posten ist weg. Spurlos verschwunden. Pardon. Ein Posten ist auf unerklärliche Weise verschwunden. Es gibt keine Anzeichen, wo er sein könnte. Später. Alle Mannschaften rücken sofort unter Ihrem Kommando in den großen Speisesaal. Ohne Waffen. Ausnahmslos. Befehl, Kommandant.
Das war wirklich vernünftig von Ihnen. Ja, Ihre Soldaten werden Ihnen das noch zu danken wissen. Darf ich eine Bitte aussprechen? Natürlich. Ich ersuche Sie um die Erlaubnis, dass ich Signora Emilia uns anschließen darf. Ich möchte Sie aus begreiflichen Gründen mit zurück ins Hauptquartier nehmen. Ich bin überzeugt, der Präsident wird Ihrem Wunsch entsprechen. Kommen Sie. Danke. Monsieur Kommandant, die Truppe ist versammelt und erwartet Ihre Befehle. Ich komme. Ich muss dir mal damit rechnen. Doch, dass alles so schnell kommen würde, dachte ich nicht. Verständlicherweise bin ich sehr froh darüber. Sie haben mir und damit unserer Sache einen großen Dienst erwiesen. Dafür bin ich Ihnen zutiefst dankbar. Bestimmt ist es richtig, wenn Sie mit den Truppen in die Hauptstadt gehen. Wenn Sie hier blieben, was würden die französischen Herren von Ihnen denken? Und Chihuahua ist keine Stadt für Sie. Früher als Sie glauben, werden Sie wieder in Ihrem geliebten Paris sein. Senora? Pardon, man sagte mir, der Präsident wäre... Hier. Senor Casal erwartet Ihre Anweisungen. Ist gut. Leben Sie wohl. Wenn in meinem Land wieder Ruhe und Frieden herrschen und es diesen Senor Juarez da noch gibt, dann werden Sie mir als ein sehr lieber Gast hochwillkommen sein. Senor André. Seien Sie der Senora mit dem Gepäck behilflich. Wenn ich Ihnen behilflich sein kann? Nein, nein, es ist nur, ich wollte mich von Ihnen verabschieden, André. Sie waren sehr tapfer, mon cher. Also lassen Sie den Präsidenten nicht warten. Das wird schon wieder. Ohne mich und ohne dieses Kraut wäre das Auge futsch. Ein einäugiger Präsident? Ich weiß nicht. Ich hätte kein Vertrauen zu dem. Ich würde mal denken, der wäre mal Pirat gewesen oder sowas. Nee. Pirat. Also wie gesagt, deshalb habe ich mir die 1000 Dollar vom Töchterchen geben lassen. War doch recht, John. Wir haben uns ganz zufällig getroffen. Sie war auch sofort bereit zu zahlen. Hat eben eine feine Erziehung. Seid ihr jetzt fertig? Na fein. Kommen wir zur Sache. Ich möchte doch wissen, was ihr mit mir vorhabt. So aus reiner Nächstenliebe habt ihr doch wohl nicht euren Skalp aufs Spiel gesetzt. Wenn wir nicht auf euch aufpassen, Cortejo, dann lässt nur einer Haare. Ihr. Da hat er recht. Wo sind denn eure Anhänger geblieben? Weg, in alle Winde. Wir wollten nicht zusammen mit euch gehängt werden. Ihr habt nur Glück, dass wir keine Kopfgeldjäger sind. Wie bist du an die geraten? Ohne ihn wäre ich ein toter Mann. Das steht fest. Der dort, ja? Du bist ein Glückspilz. Ohne ihn würde ich dich jetzt hängen. Na dann los, gib's wieder her. Ja, aber euer Vater hat mir doch versprochen. Ah ja. Also, jetzt würdet ihr mir Schmerzensgeld zahlen. Dass ihr euch einer Dame gegenüber wie ein Schwein benommen habt, das würde ich euch dann sogar noch verzeihen. Na los, her mit dem Geld. Ich merke schon, ihr könnt mit Geld nicht gut umgehen. Na macht schon, zieht die Stiefel aus. Was? Ich mag den Ton nicht. Die Stiefel kannst du ihnen doch lassen. Die möchte ich nicht so bald wiedersehen. Der Kerl ist unberechenbar.
Warum hast du bei der Kröte bloß daneben geschossen? Es wäre gut, wir begegnen uns nicht wieder, sonst kommt ihr nicht so davon. Alles weg. Die Pferde, die Stiefel. Wie sollen wir denn jetzt weiterkommen? Ach du, als Kind, da bin ich viel gewandert. Schalt die Schnauze! Escobedo hat auch den letzten Ausfall der französischen Truppen abgewehrt. Maximilian sitzt in der Falle. Und wenn wir dann von Carretero direkt... Erlauben Sie. Meine Truppen rücken ab. Wie vereinbart. Die Signora Emilia reist mit uns. Ich danke Ihnen für Ihr humanes Verhalten. Es drängt mich, noch eine Bitte auszusprechen. Ließe sich für Colonel Lamarel nicht auch eine Lösung finden? Tut mir leid. Für einen solchen Mann, der nachweislich an der Ermordung vieler meiner Landsleute die Schuld trägt und das auch gar nicht leugnet, gibt es kein Pardon. Adieu, Colonel. Nach der glücklichen Befreiung Chihuahuas hat Juarez Gnade vor Rechter gehen lassen. Für so einen wäre die Kugel zu schade. Stiefel hat man mir gelassen. Keine Waffen. Kennen wir uns nicht. Nehmt mich mit zum nächsten Ort. Ich brauche Stiefel und auch was zu essen. Mein Schiffchen reicht für zwei. Das tut mir aber leid. Oh. Schade, dass es nur für zwei reicht. Darum muss ich Sie bitten, auszusteigen. Na komm, komm, komm. Na komm, steig aus. Ziehen Sie bitte nicht auf mich. Dabei ist schon sehr viel passiert, Senor. Das ist sehr unfreundlich von Ihnen. Dafür wird man Sie bestrafen. Wer gibt Ihnen denn überhaupt das Recht dazu? Ist das nicht ein goldiges Kerlchen? Ist das nicht ein lieber Kerl? Hören Sie, ich mag sowas nicht. Oh, er mag das nicht. Ich bin nett zu ihm und er mag das nicht. Ich mag den wirklich. Soll ich mal mit... Schön, dass ihr gekommen seid. Ihr hättet sonst die beiden Burschen hier irgendwo schlafend vorgefunden. Wer sind diese Kerle? Behaupten, sie wären ausgeraubt worden. Das ist die Wahrheit. Wer läuft denn sonst noch hier ohne Waffen und ohne Stiefel rum? Pferde, ist alles weg. Indianer? Ah, die hätten uns die Stiefel bestimmt nicht genommen. Nein. Sagt euch der Name Cortejo etwas? Cortejo? Ist er es gewesen? Eigentlich das Weibstück, die mit der Peitsche. Wann war das? Vor 2 Stunden, ungefähr. Ja.
Erwartet mich bei Pinheiro. Hey. Da lang geht's. Wenn ihr euch ranhaltet, könnt ihr gegen Abend wieder ein Dach über den Kopf haben. Da, trinkt einen Schluck. Hey, genug. Danke. Wenn ihr den Corteros begegnet, dann sagt ihr nur, Porto holt sich alles zurück, alles, was ihm gehört. Und dann können die beiden zum Teufel fahren. Ich werde ihm dabei helfen. Es war ein guter Mensch. Wenn der gute Mensch nicht gekommen wäre, dann säßen wir jetzt im Boot und brauchten nicht durch die Gegend zu latschen, Idiot. Das ist nicht so schlimm. In dem wackeligen Boot. Ich kann doch nicht schwimmen. Aber laufen. Wandern, das kann ich. Ja. Heute nicht mehr, schon nach Mitternacht. Hey, ist das schon eine Winter oder nicht? Die Beste der ganzen Gegend. Öffne. Wir bringen Nachricht von Juarez. Warum nicht gleich so? Scharf zu trinken her. Dieser Juarez scheint ja ein guter Freund von euch zu sein. Ich bin kein Mexikaner. Was seid ihr denn? Deutscher. Sachse aus Bernard. Ihr seid also ein Landsmann von diesem Maximilian. Euch sollte alle der Teufel holen. Fesselt ihn. Mensch, Schmädel, mach doch keine Dummheiten. Ist doch alles bloß Irrtum. Menschenskind dabei. Bei Benera, da ist doch jeder willkommen. Du wolltest doch wohl nicht etwas schießen, mein Täubchen. Es war ein anstrengender Tag und die Männer sollten jetzt ein bisschen Unterhaltung haben. Los, legt's über den Tresen und gebt ihr was hinten drauf. Sie können mit der Peitsche besser umgehen. Hast wohl nicht verstanden, was meine Tochter gesagt hat? Man könnte denken, euch geht es zu gut bei mir. Nur seid vernünftig, Leute. Und bringt dem deutschen Vögelchen bei, dass man nicht auf gute Mexikaner zielen darf. Was? Das Mädel rührt mir keiner an. Da soll sich keiner wagen. Der Meinung bin ich auch. Das habt ihr wohl nicht erwartet. Waffen weg, Cautejo! Ein kleines Missverständnis. Liebes Kind, wir mussten noch annehmen, dass du auf uns schießen wolltest. Komm, wir vergessen das, hm? Los, raus hier! Was ist da passiert? Zeig mal her. Streifschuss. Streifschuss bloß, Gott sei Dank. Ach, diese Schweinebande! Hier trennen sich erstmal unsere Wege. Leider. In Queretaro wartet harte Arbeit auf mich. Mexiko muss ganz neu lernen, Republik zu sein. Ihr habt mir sehr geholfen. Das vergesse ich euch nicht. Viel Glück für euch, Senor Präsident. Und für Mexiko. Falls ihr uns braucht. In der Venta von Senor Pinheiro weiß man immer, wo wir zu finden sind.
hast du das her? Habe ich in einer Venta von der Wand abgemacht, bevor ich zurückkam. War ein Fehler, sich mit ihm einzulassen. Kann uns den Kopf kosten, dann nimm. Was war das? Wer hat da geschossen? Die Männer sind alle weg. Diese verdammten Hunde. Diese Schweine! Komm weg hier. Ich habe nichts bemerkt, Vater. Hier. Alle sind gar nicht. Verdammte Hunde. Oh Gott. Schnell über die Grenze, bevor es zu spät ist. Aus. Alles verloren. Alles umsonst. Vater, was ist? Mensch, Residella, wo steckst du denn? Oh, draußen ist doch alles voller Gäste. Ja. Ach, übrigens, du, der nette Kerl ist gekommen, der... Wie hieß er? Der, mit der etwas großen Nase, der. Geierschnabel. Geierschnabel, ja. Der hat gleich seine Zeche bezahlt. Der hat erzählt, die Truppen von Kaiser Maximilian haben sich Benito Juarez unter dem Kommando von General Escobedo ergeben. Ja, das bedeutet Frieden, Ruhe und Ordnung. Ja. Na komm. Du mehrst hier herum und kriegst die Kusche nicht auf. Ich möchte schließlich mal wissen, woran ich bin. Ja? Na, du komm mal jetzt. Ja. 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 So, na, da wollen wir mal. Nach Original Dresdner Rezeptur. Die werden Wallfahrten zu Pinero. Residella? Halt mal. Gerard, sei bitte vorsichtig. Ja, schon fertig. Endliche Schwiegersöhne. Und jetzt noch Dresdner Bier, wenn da noch die Kinderchen kommen. Gerard, mein Junge! Du, also der André, der hat uns ein Bierchen gebracht. Also du, das musst du probieren. Komm. Also den lasse ich ja überhaupt nicht mehr weg, den André. Also ein Prachtkerl. Ja, das ist ein Plätzchen, wo man so aushalten kann. Aber zwischendurch muss ich immer mal wieder raus. Wie hatte einer geschrieben? Er hatte zu nachhaltig den Atem der Prärie getrunken, als dass er auf das abenteuerliche Jägerleben dauernd verzichten mochte. Ja, so war's.
Wir werden uns sehen, mein Junge. Wir finden uns. Da bin ich sicher. Hauptsache, dass immer ein gefülltes Fass vorrätig ist. Ich kann doch den guten Pinero nicht im Stich lassen. Wo nun die liebe Residella auf die Hacienda de Virinia zieht. Unser Gerard ist da goldrichtig aufgehoben. Eine Aufgabe für ihn. Er passt nicht hierher, ist kein Kneipentyp. Ach, wird schon alles. Ist versprochen. Wozu sind wir Freunde? Ja, es wird aber sehr viel Arbeit auf dich warten. Natürlich. Aber du weißt ja, wo du uns findest, hm? Also, leb wohl. Ja, wie gesagt, sobald wir eingerichtet sind, holen wir dich nach. Dann machst du dir ein paar schöne Tage und spannst du mal so richtig aus. Du hast ja jetzt unseren André und wenn er gebraucht wird, auch unseren Freund Geierschnabel. Was denn? Oh. Ah, jetzt sind wir erstmal ihre Eskorte. Der Geleitschutz. Ihr wollt doch zuverlässig wissen, wie sie auf der Hacienda angekommen ist. Ihr seid feine Kerle. Wenn wir gebraucht werden, sind wir da. Wirst mal fehlen, meine Kleine. Wirst mal fehlen. So, mein Junge, das hier, das ist dein guter Anzug. Trag ihn in Ehren, den hat dein Schwiegervater extra für dich machen lassen, nicht? Und den ziehst du auch an, wenn wir nächstes Jahr alle drei nach Birna machen, ja? Ja? Alles Gute, ja? Ja. Hey! Wir werden nächstes Jahr gucken, wenn wir da in Birna ankommen. Auch werden sie machen.